Jetzt einfach mal Werbung draus, weil man darf ja immer nichts weiterempfehlen. Ne? Doch, also ich habe zum Beispiel angefangen zu kochen mit diesem Buch, mit diesem ganz hervorragenden Mann, Alfred Biolek. Und in seinen Büchern, der ist ja auch aus dem Böhmischen. Und das sind ganz tolle, ich zeige es nochmal. Ganz tolle, auch ganz einfach strukturierte Rezepte drinnen, die man echt super nachkochen kann. Das ist die Bios Bohnensuppe, ist ein Traum. Oder auch Borscht, Irish Stew, My Way und Spaghetti Aioli und lauter so, ich sage jetzt mal eigentlich relativ einfache Sachen, aber einfach immer so, das ist immer, ja. Das nächste, was natürlich meine Tochter sehr gerne hernimmt und was ich auch schon mehrfach probiert habe dadurch. Das ist dieses ganz hervorragende Buch, kann ich nur weiterempfehlen, weil das ist auch nicht nur eigentlich für Veganer, sondern das sind einfach, das ist zum Beispiel ein ganz hervorragendes Caesar Salad Rezept drinnen, das mit keinem bisschen Parmesan ist, sondern mit Cashew, ich glaube mit Cashew, das muss ich selber nochmal nachlesen. Mit Cashew irgendwas und Zitrone und da, Caesar Salad, das muss ich mal vorlesen. Das darf ich natürlich nicht herzeigen wahrscheinlich. Mit Cashew-Mousse, Weißweinessig, gepresster Zitronensaft, etwas Olivenöl und Agavendicksaft, Salz, Pfeffer und der übliche Salat. Ich zahle das zusammen. Das schmeckt hervorragend. Habe ich schon, also schmeckt besser als irgendein anderes Caesar Salad fertig Schmeckdressing. Ja, und das ist ein ganz altes Kochbuch. Also, das liebe ich. Das ist von Barbara Rütting. Und die hat damals schon in dem, ich glaube, es war wo ich angefangen habe, auch mich so für Ernährung und sowas zu interessieren. Das war so in meine Teenagerjahre. Die hat hervorragende vegetarische Rezepte drin. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile auch eventuell vegan lebt, das weiß ich nicht. Aber alles vegetarisch, einfach nur ein Traum. Ja, also es ist hervorragend. Ich sage ja, was ich immer gern esse, immer gern mal mache, das ist dieser Auflauf mit Lauch und nur Tomaten. Man glaubt das gar nicht, dass das wirklich lecker schmeckt. Da kann man theoretisch noch Nudeln dazu machen oder Kartoffeln oder irgendwas, braucht sowas, also für mich brauchst du es nicht. Dann einfach oben mit Käse drüber und irgendwie ein Bouillon. Das ist so einfach. Das schmeckt halt einfach fantastisch lecker und fertig.